Ja, und damit herzlich willkommen zum zweiten Training. Wir hatten letztes Mal die Streckenakklimatisierung abgeschlossen. Das Reifenmanagement habe ich verhauen. Und Teamziele sind auch schon erledigt. Jetzt wollte ich nur... Was kann ich denn für eine Übersicht? Achso. Nochmal gucken im Setup. Und zwar... Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. Ich habe jetzt für P2, achso, in falsche Richtung, zwei Reifentypen und ich glaube, das ist eines Qualifikationsreifen eigentlich und das zweite, also die Supersoft, kann man ja hier sehen, ne? Empfohlenreifen Supersoft und für Reifenmanagement weich, sieht man da. Und dann würde ich direkt sagen, machen wir das Reifenmanagement nochmal. Alles fertig, wir sind bereit. Und schauen mal, ob ich mich ja ein bisschen verbessern kann, ein bisschen kontinuierlicher, weil da war ja die ein oder andere Runde war ja in Ordnung, war so ein bisschen, ja, sind zu viele Runden rausgefallen. Auf jeden Fall der erste auf der Strecke. Es sieht ein bisschen diesig aus, ne? Ein bisschen bewölkt. Ihr wollt ja bewölkt. Vielleicht falscher Ausdruck. Oder findet das Training abends statt? Oh. Hätte gerade mal auf den Wetterbericht gucken sollen. Also wenn es irgendwie geht, würde ich die Punkte für das Reifenmanagement schon gerne mitnehmen. Ich hatte ja, glaube ich, letztes Mal gezeigt, dass ich gerne die nächste Entwicklungsstufe, diese Chassis-Veränderung hätte. Dürfte der Wagen sich so weit fahren lassen, dass ich damit halt vernünftig gut klarkomme. Es ist zwar definitiv besser geworden, aber noch nicht gut. Hier ist zum Beispiel so eine, muss ich herausfinden, wie man das vernünftig fährt fürs Reifenmanagement, das weiß ich einfach nicht. Auch bei der Kurve bin ich mir immer unsicher. Das wäre mit Sicherheit nicht gut gewesen. Mir ist schon klar, dass ich eher weniger driften sollte in den Kurven. Also viel Gas geben. Das hier findet er eher normalerweise gut. Hier gebe ich zum Beispiel vorsichtig Gas, aber ich glaube, ich lenke ihm zu stark. Ich weiß es nicht so wirklich. Bin immerhin eine Sekunde vor der Zeit, die ich erreichen muss. Sieben Runden Sekt. Wenn ich das im grünen Bereich abschließe, sind es immerhin 10 Punkte. Das heißt, 6 Runden im grünen Bereich reicht. Oh nein, nicht auf die Curbs. Kaum habe ich es gesagt. Eigentlich komplett im Roten. Aber wusste ich, dass man da die Curbs nicht mitnehmen darf. Manu. Das kann man leider nicht mehr reinfahren hier. Schade. Oh. Der ist vergessen.
sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Ah, so kann man das machen. Ah, ich glaube, ich habe da... Okay, da habe ich jetzt überdreht, aber... Okay, das war gar nicht gut, aber davor, das war schon in Ordnung. Jetzt habe ich längst dummerweise sehr viel Zeit verloren gerade. Ich habe mich nur auf den Balken konzentriert. Wenn ich jetzt die Zeit noch reinholen könnte, das ist möglich. Na komm, komm, komm. Oh nein. Aber das sah schon ganz okay aus. Also nochmal versuchen hier. Nee, auf jeden Fall noch im grünen Bereich, ist okay. Okay, das war jetzt nicht gut. Schade, jetzt bin ich wieder zu weit im roten Bereich. Oh. Ich habe schon zu viel Gas gegeben. Ah, jetzt hänge ich wieder der Zeit hinterher. Ja, nö. Ah, diesmal habe ich sie. Aber es reicht halt von Punkten nicht. Sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. So, nochmal hier versuchen. Das war von der Zeit her nicht gut. Oh, das war gar nicht gut. Egal, von welcher Hinsicht. Nicht drehen. Jetzt bin ich in der Zeit wieder zurück. Ja, toll. Mir fehlt halt eine Runde, wo ich die 10 Punkte habe. Verdammt.
ich weiß. Es war ein bisschen extrem geschnitten, gebe ich ja zu. Wenn ich da nicht auf den Curbs komme, dann auf die Curbs komme, dann ist okay. Jetzt hänge ich natürlich wieder mit der Zeit. Na komm, der ist. Habe ich aus Versehen zweimal drauf gedrückt? Oder zu früh? Auch immer noch im grünen Bereich. Das Tempo ist gut und die Reifenabnutzung in der letzten Runde war auch okay. Mhm. Klingt ja ganz gut. Oh nein. Ah, nicht schon wieder geschnitten. Ach Mensch. Okay, aber man kann also ganz leicht Gas geben, um die Geschwindigkeit zu halten. Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Okay, das war jetzt ein bisschen albern. Zumindest ein bisschen runder müssen wir rüberfahren, weil von der Zeit war das okay, interessanterweise. Noch einen guten grünen Bereich gerade. Ich bräuchte halt noch eine Lilatz-Runde. Sonst kriege ich die Punkte wieder nicht. Ach, nicht immer abkürzen, Junge. Mach ich denn da? Bin so fixiert darauf, dass ich eine bessere Zeit oder eine bessere Runde fahre, dass ich dann das Fahren selber dabei vergesse. Oh, jetzt habe ich aber viel Zeit verloren. Obwohl, naja. Es normalisiert sich gerade wieder. Nein, zu weit rausgerutscht. Oh ne, Hamilton, bitte nicht jetzt. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Och Mann, du blödes Arsch von Hamilton. Bei diesem Versuch nicht wirklich die Daten
Okay, mir hätte die Zeit trotzdem nicht gereicht. 5 Punkte wären es gewesen, aber... Ach Mann, der blöde Penner. Das wäre auf jeden Fall nochmal eine vernünftige Runde gewesen, aber nö. Kann man nichts machen. Das ist halt das Problem an echt simulierten Rennwochenende. Das sind noch andere auf der Strecke. Und so wie das aussieht, ist der in seiner Einführungsrunde, würde ich mal sagen. Da hätte er mich ja echt in Ruhe lassen können. Oh nein, nein, nein. Ach, nee, kann ja gar nicht sein. Vergesst das Letzte, was ich gesagt habe. Jetzt, konzentriere ich mich gerade gar nicht auf die Strecke. Bin immer noch davon genervt, dass ich... Zahl zumindest, die Runde nicht zumindest so vollenden konnte. Das mit dem Deutsch sprechen üben wir nochmal. Wie ich das vorhatte. Wie ich es mir gedacht habe. Naja, kann man nichts machen. Dann versuchen wir jetzt die Qualifikationsrunde nochmal. Dafür haben wir ja die Reifen gerade. Dann haben wir das zweite Training so weit genutzt wie irgendwie möglich. Trotzdem würde mich jetzt noch kurz interessieren, wie unsere aktuelle Zeit im Verhältnis war zu den anderen. Jetzt trotz des ständigen Schauens auf die Anzeige im Reifenmanagement, meine ich. Okay, im Verhältnis zu Hamilton 2,5 Sekunden. Das ist natürlich echt ordentlich. Wie sieht's denn aus mit... Achso, Wehrland ist noch nicht gefahren. Die ist gerade unterwegs. Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Allerdings muss man dazu sagen, Hamilton war auf den Supersoft unterwegs. Das ist schon... Dafür finde ich, ist es okay, was ich an Runden hingelegt habe. So, empfohlene Reifen. War doch richtig, ne? Dass wir für Q2... für T2... Oder P2... noch die Reifen haben. Dann gehen wir doch direkt damit raus und schauen mal, was wir damit in den Asphalt brennen können. Ist auch wichtig, die Runden abzuspulen, einmal um Wissen und Sicherheit zu bekommen, natürlich, aber auch für die Ressourcenpunkte. Schon mal ein Punkt mehr pro Runde. Natürlich, wenn man die Programme dementsprechend abschließt. Ist auch Punkte. Mag ich Massa? Nö, ich mag Massa ab jetzt nicht. Interessant ist, dass wir überhaupt ein Regenrisiko haben gerade. Aber ich finde ja eh, der Himmel sieht irgendwie komisch aus.
So. Weiß nicht, ob er gerade Abstand hält oder in der Outlap ist, keine Ahnung. Schon wieder abgekürzt. Muss ein bisschen großzügiger nehmen. Oh. Hier ist das eben vom Gas gegangen. Wollte ich gar nicht. War ein bisschen schreckhaft. So. Nochmal so aus Neugier, der Blick zurück. Okay, überdreht. Damit ist die Runde schon mal für die Tonne. Schade eigentlich, sah nämlich ganz gut aus. Aber ich war leider mit dem Hinterreifen noch auf den Curbs. Hat zu viel Gas gegeben und weg war der Wagen. Sehr ärgerlich. Die Runde wäre auf jeden Fall in Ordnung gewesen. Wenn wir diese Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen. Ja, heul da rum. Ich hatte einen Unfall. Entschuldigung. Hier nehme ich das immer zu weit. Also wenn ich versuche nach dieser Streckenführung da zu machen, da nehme ich das definitiv zu weit außen. Also da muss ich unbedingt mal einen Weg finden, wie ich das vernünftig abfahren kann. Angepeilte Rundenzeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich direkt das Optimale verpasst kriege. Weil 2 Sekunden sieht doch gut aus. Großartige Arbeit. Wir haben unsere sekundäre Zielzeit erreicht. Lass uns versuchen, das im Qualifying zu wiederholen. Nee, im Qualifying fahre ich jetzt gar nicht raus. Spaßvogel. Und hat er vorher nicht nur rumgeheult, von wegen, wenn du es nicht hinkriegst, dann komm doch mal rein. Aber zugegeben, jetzt fahre ich auch einen ziemlichen Müll. Ich rutsche hier nicht gegen, das ist ja nicht mehr feierlich.
Aber auch die sollte in einer vernünftigen Region sein, die Zeit. Das hätte zumindest für grün gereicht, also für die angepeilte Zeit. Das Trainingsprogramm ist vorbei. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Fahr möglichst schnell in die Garage. Eigentlich warte ich ja noch auf den Spruch husch husch ins Hörbchen. Das hätte jetzt irgendwie gepasst. Ich kriege immer für den ersten Sektor oder häufig die beste Zeit angezeigt. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ja, ja, macht sie nicht ins Hemd, wie gesagt. Es gibt immer Flecken. Oh. Ich würde mir eher Gedanken darum machen, ob ich das Auto heil wieder zu Hause abliefern kann. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Wir wollen, dass du nach dieser Runde reinkommst. Komm diese Runde rein. Ja, ja. Der Boxenfunk. Unnütz wie nur irgendwas. Ist nicht viel Betrieb gerade. Mein Kollege steht drin. Und damit würde ich doch glatt behaupten, T2 war wirklich erfolgreich. Dann kann ich in T3 ja nochmal gucken, ob ich die Akklimation. Hallo? Was ist jetzt los? Ich kann nicht mehr sprechen. Wir warten, bis das Wort angezeigt wird und dann versuche ich es nochmal. Meine Güte. Die Akklimatisierung. Meine Güte. So schwer ist das Wort wirklich nicht. Was ich ja eigentlich sagen wollte, dann kann ich ja gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Das sah ja gar nicht so schlecht aus. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 38,3. Wie man sieht, Sektor 1, ja, der gehört tatsächlich im Moment mir. Ich lasse das mal schnell vorlaufen. Mal gucken, was da noch so gerade passiert. Wer sich noch vor mir schiebt. Und ich bin immerhin eine knappe Sekunde hinter Hamilton. Da dürfte eigentlich für die meisten guten Teams noch was drin sein. Wenn sie es denn überhaupt vorhaben. Dennoch sieht es nämlich gerade nicht aus. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Rosberg, Hamilton und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ja, aber ich bin zufrieden. Okay, der Williams hat sich vor mich geschoben mit Bottas. Aber 6. Platz für den Männer ist doch in Ordnung. Pascal Wehrlein hat es nur auf 18 geschafft. Sauber ganz hinten, okay. Kann ich eigentlich zufrieden sein? Vorfälle, ja gut. Ich erinnere mich. Und ansonsten würde ich sagen, T2 ist gut gelaufen. Noch der kurze Blick auf die Ressourcenpunkte. Qualifying Tempo perfekt. Und beendete Runden, deswegen meinte ich, das macht schon Sinn, die Runden zu fahren. Immerhin auch plus 10 und die Strafe, naja gut, okay. Dumm gelaufen. Nochmal kurz schauen, wie viele Punkte brauchte ich für die Forschung in
Ah, 500. Ja gut, die kriegen wir aber das nächste Mal. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Oder? Muss ich noch was tun? Nee. Bis dahin. T2 ist gut gelaufen. Und wir sehen uns dann zur Qualifikationstrainingseinheit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.